15.01.2023. Der FILWU ist in Hürtgen. Auch wenn es den Nordeifel Ultra nicht mehr gibt, gibt es jemanden, der heute diese Runde läuft. Und den will ich jetzt abpassen und ein Stück begleiten. Hatten wir eigentlich diese Motive hier mal festgehalten. Ich glaube fast, nein. Noch so eine Antike, die wir nie richtig beachtet haben. Da ist er. Moin. Moin. Ja, das ist doch mal wieder wie in der guten, in den guten alten Zeiten hier. Die Stelle ist gerne mal. Aber so gut hat man es ja lange nicht gehabt, ne? Ja, jetzt sind, wo die Bäume wechseln, kann man den Teich wieder besser sehen. Bist du so mutig und probierst den aus? Das ist wahrscheinlich von einem Hochsitz. Nee. Der FILWU ist zu feige für sowas. Ja, hier ist auch neu geschottert worden. Leider nicht mehr so schlammig und urig wie früher. Mal gucken, aber ich glaube, da vorne wird es wieder besser. Da haben wir Landstraße. Der Baum ist immer noch quer. Er scheint nicht umzustürzen. Aber schauen wir mal den Wasserstand an. Schauen wir mal den Hinblick auf die Kall, wo ja die Brücke weg ist. Ja, lohnt sich die Aussicht, weil jetzt, wo der Wald weg ist, hat man Aussicht. Das sind noch Spuren von der Flut. Das ist hier angeschwemmt worden. So, Prognose für die fehlende Brückenquerung. Wasserstand ist hoch. Strömung ist hoch. Mal gucken, wie breit die Furt ist und wie es da aussieht. So, wir haben uns entschieden. Wir tauschen Ungewissheit gegen Höhenmeter ein und bleiben auf dieser Seite. Ja. Sturmschäden halten sich in Grenzen. Da hätte man sich mehr erhofft. Da hauen dich fast zur Seite. Ja, du? Straße ist immer schlecht. Deswegen hier unten. Ja. Es sieht beherrschbar aus, aber die Strömung ist schon mit Vorsicht zu genießen. Also. Falls ihr überhaupt vor lauter Windgeräuschen hören könnt. 20 Grad und Föhn, jawohl. Nicht ganz, aber in die Richtung.
So, runter zum Dresbach. Da endet dann meine Etappe. Irgendwas ist anders. Das letzte Mal hier war, da lag hier ein Baum quer. Also das letzte Mal hier war, lag hier ein Baum quer. Muss ein bisschen drumherum gehen. Ja, ich glaube hier, ne? Ja. Da liegen noch ein paar Reste. Ja. Naja, ist ja nicht viel. So, hier trennen sich dann unsere Wege. Jörg darf bergab, ich muss bergauf. Na, guck mal, sogar hier haben wir sowas wie einen Bach heute. Und ich kriege auch noch sowas wie Sturmschaden, aber das liegt schon ein bisschen länger, ne? Oder es ist schon länger tot und liegt jetzt